Also zunächst schien das Ganze ja ein Gesundheitsthema zu sein. Und dahinter tauchten dann eine ganze Menge anderer Agenden auf, die sich auch an das Gesundheitsthema anschließen, WHO-Thema. Aber auch andere, die Agenden von Herrn Klaus Schwab, WEF, die Agenda von der UNO. Ich habe jetzt mal die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO mir das durchgelesen. Also das ist ja doch erschreckend, was da geplant ist. Und wir müssen gut gewappnet sein und dürfen jetzt nicht nachlassen. Also ich sage nur ein Beispiel. In der Bildung, sie plant gleiche Bildung für alle. Das hört sich zunächst unheimlich gut an, dass wirklich die Ausbildung gefördert wird. Aber dahinter verbirgt sich gleich wenig Bildung für alle. Also eine Gleichheit in wenig und die Leute nur noch spezial auszubilden. Also keine allgemeine Bildung, sondern so ein Inselwissen, damit sie eine Schraube am Auto zudrehen können oder vielleicht eine Konditortorte fertigstellen können. Aber keine Bildung mehr, sondern gezieltes Wissen, wofür sie noch gebraucht werden. Das ist schon erschreckend, wenn man sich die Verlautbarung anschaut in den einzelnen Sektoren. Da geht es um Hunger, um Wasser, um Bildung, um Gesundheit, um alle möglichen Sachen. Es verbirgt sich eigentlich immer das ganze Gegenteil dahinter von dem, wie das angekündigt wird.